Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute ist endlich das Tauschpaket von Pfötchenbande angekommen und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit dem Auspacken. Von außen sieht das Paket schon mal richtig schön aus, vor allem mit dem bunten Klebeband und ich bin jetzt schon richtig gespannt, was drinnen ist. Übrigens müsst ihr nach diesem Video gleich auf das Video vom Pfötchenbande gehen, denn ich habe natürlich auch ein Paket geschickt. Das ist auch schon online und der Link ist in der Infobox. Was ich auch noch richtig cool finde, ist, dass sie Heu als Füllmaterial verwendet hat. Was mich auch noch richtig gefreut hat, ist, dass sie mir einen Brief dazu geschickt hat. Darauf steht, Hallo Leonie von Kaninchen Family. Ich freue mich sehr, mit dir ein Tauschpaket machen zu dürfen. Ich hoffe, beim Transport ist nichts kaputt gegangen und dir und den Kaninchen gefallen die Sachen. Viel Spaß beim Auspacken. Liebe Grüße, Victoria vom Pfötchenbande. Jetzt fangen wir aber an, die Sachen auszupacken. Beim ersten Paket ist von JR Farm das Ratatouille dabei. Das kann man so über Heu oder Kräuter drüber streuen und einfach so als Snack zwischendurch geben. Im zweiten Paket befanden sich von Grainless diese Kräuterherzen im Geschmack Ringelblume. Die hatten meine Kaninchen tatsächlich schon und die hatten ihnen so gut geschmeckt. Diese Leckerlis kann ich euch auch auf jeden Fall weiterempfehlen, weil da auch überhaupt kein Getreide drinnen ist. Und ja, als Snack zwischendurch kann man sie auch geben. Als nächstes haben wir ein bisschen weicheres und leichteres Paket. Ich kann mir schon fast denken, was drinnen ist, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und ja, ich habe richtig geraten, es sind Kräuter drinnen, um genau zu sein, die Brennnessel von Multifit. Die hatte ich ehrlich gesagt wirklich noch nicht, aber ich hoffe, mein Kaninchen schmeckt und das werde ich gleich ausprobieren. So, als nächstes haben wir ein richtig schweres Paket. Ich frage mich ehrlich schon, was drinnen ist. Ich habe auch überhaupt keine Vorahnung. Also ich habe wirklich keinen Plan, was da drinnen ist. Also ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen. Und hier kann man es auch schon ein bisschen erkennen. Und zwar sind es die Gemüseflocken von Multifit. Die hatten meine Kaninchen auch schon und die haben sie wirklich über alles geliebt. Ich habe es ihnen öfters übers Heu drüber gestreut oder auch mit den Kräutern vermischt. Und ja, wie gesagt, das liebten sie auch über alles. Als nächstes waren diese Grainless Farmies Knabberstangen drinnen in dem Geschmack Ringelblume. Meine Kaninchen haben diese auch wirklich richtig geliebt und die bekommen sie von mir vielleicht einmal im Monat. Ja. So, ich habe jetzt bei diesem Paket auch schon eine Vorahnung, was da drinnen sein könnte. Es hat auch schon so diese Form von diesem Ding, das was ich glaube, dass es ist. Ja, und jetzt sieht man es auch schon wieder ein bisschen. Ja, es ist ein Napf.
Ich habe mich darüber auch wirklich total gefreut. Meine Kaninchen höchstwahrscheinlich auch. Ja, diesen Napf habe ich tatsächlich schon, aber ich finde auch diese Größe richtig praktisch, dass sie auch schon ein bisschen breiter ist und auch nicht so hoch. Ja, danke schön auf jeden Fall für dieses Paket. So, jetzt sind wir beim letzten Paket angelangt. Als erstes habe ich mir gedacht, dass es vielleicht auch so ein kleiner Napf ist, aber dann habe ich das Gewicht abgeschätzt und es war wirklich viel, viel leichter wie ein Napf. Ich habe mir auch wirklich nicht gedacht, dass du mir das gekauft hast, beziehungsweise ich wollte mir das auch schon mal kaufen, aber die waren alle viel zu lang. Und ja, ihr habt richtig geraten, es ist ein Katzenspieltunnel. Für meine Kaninchen ist das, glaube ich, so das Highlight von diesen ganzen Sachen, denn das hatten sie wirklich noch nie. Sie hatten auch noch nie irgendwie solche Röhren oder so. Und damit will ich mich auch nochmal bei dir bedanken für die ganzen schönen Sachen. Ich hoffe, mein Paket gefällt dir genauso. Hier seht ihr auch nochmal, wie viel Heu da einfach noch drinnen ist. Das können meine Kaninchen auch noch fressen. Darüber freuen sie sich bestimmt. Natürlich bin ich dann auch gleich zu den Kaninchen runter mit dem Tunnel und wollte auch nochmal ihre Reaktion auf den Tunnel für euch einfangen. Und hier ist sie. Hier seht ihr alle Sachen nochmal im Überblick. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dich, liebe Victoria, für diese ganzen Sachen. Ich habe mich wirklich total gefreut und wie ihr seht, auch die Kaninchen. Ja, dann verabschiede ich mich von euch und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!